Das ist ein Spezial zur Serie Perry Roden Neo und zwar zum ersten Zyklus Utopie Terrania, der die Bände 1 bis 8 umfasst. Die Handlung spielt sich zwischen Juni 2036 und Juli 2036 ab, also eigentlich in einem relativ kurzen Zeitraum. Und die Erscheinungszeit ist zwischen September 2011, da ist der erste Band erschienen, und Januar 2012, da ist der achte Band erschienen. Hier erstmal die Cover von allen 8 Bänden im Überblick. Also da haben wir einmal Sternenstaub, dann Utopie Terrania, der zweite Band, der auch gleichzeitig den Titel des Zykluses trägt. Dann der dritte Band, der Teleporter, Ellards Visionen, Schule der Mutanten, die dunklen Zwillinge, Flucht aus Terrania und der letzte Band, die Terraner. Ihr könnt gerne auf die einzelnen Cover klicken und kommt dort dann zu den Videos, zu den einzelnen Geschichten. Hier aber als Überblick erstmal eine Handlungszusammenfassung. Und zwar in dem ersten Band in Sternenstaub erleben wir, wie Perry Roden zum Mond fliegt und dort auf die Aethon trifft, also die Akoniden. Er stellt fest, dass Kress krank ist und will ihn mit zur Erde nehmen. Das erlaubt Tora auch, schweren Herzens. Und sie starten mit einer verbesserten Stardust zurück zur Erde. Im zweiten Band landet Perry Roden in der Wüste Gobi und errichtet dort sozusagen seine erste Machtbasis, Terrania. Und er provoziert dadurch die Reaktion von China vor allem, weil das eigentlich das Territorium von China ist und auch von den anderen Weltmächten. Zusätzlich wird in dem Band beschrieben, wie Ellen die Merkant, einmal ein ja, mächtiger Chef in der Homeland Security, jetzt vor seinen eigenen Leuten flieht, weil er erkannt hat, dass Perry Roden mit seiner Vision recht hat und die Zukunft der Menschheit auf dem Spiel steht. Im dritten Band, der Teleporter, erfahren wir mehr über Cid Gonzales Vergangenheit. Das ist ein Mutant, ein junger Mutant, der eigentlich bei John Marshall in seinem, ja, in seinem Auffanglager für Jugendliche lebte und jetzt bricht seine Gabe aus und er flieht zusammen mit einer Freundin und Marshall vor der Polizei. Hier erfahren wir über, ja, über die Vergangenheit des Jungen ein wenig und zwar vor allem, was Clifford Montagny betrifft, der sich noch als starker Feind Rodens herausstellen wird. Zusätzlich in dem Band wird Terrania zuerst mal errichtet als Rohbau von Robotern in der Wüste, umgeben von der Energieglocke. Und Crest wird nach Afrika gebracht zu Dr. Haggard, um dort von seiner Leukämie geheilt zu werden. Zusätzlich bricht Major Fried auf den Mond auf und hat dort die Aufgabe, die Aethon zu vernichten, was ihm auch gelingt, indem er eine Atombombe in das Schiff schmuggelt. Im vierten Band, Ellards Visionen, geht es vor allem um Ernst Ellard, einen Mutanten, der schreckliche Zukunftsvisionen hat und sich verpflichtet sieht, Perry Roden zu helfen, deshalb nach China reist, in die Wüste Gobi und versucht dort Roden zu warnen. Sein Plan geht aber schrecklich schief und am Ende ist Ellard eigentlich nur noch eine leblose Hülle. Gleichzeitig wird von Tora erzählt, die nämlich nicht an Bord der Aethon war, sondern in einem Aufklärer das Sonnensystem durchflogen hat, glücklicherweise, und auf der Venus von einer Waffe abgeschossen wird. Währenddessen wird auch erzählt, dass Bully mit der Stardust auf den Mond fliegt, um dort ja, Trümmer zu bergen, die von der Aethon übrig geblieben sind und eventuell noch vom Wert sind. Ja, das ist das Ende von Band 4. Im fünften Band schließlich, der den Namen Schule der Mutanten trägt, wird Cid Gonzales Lebensgeschichte sehr detailliert beschrieben. Für meinen Geschmack vielleicht sogar ein bisschen zu detailliert. Und es wird komplett erzählt, was er auch in dieser Mutantenschule erlebt, die von Clifford Montagny in der Wüste gegründet wurde.
Zusätzlich erfahren wir auch, dass Montagny von Crest, also Montagny hat Crest entführt und erfährt von ihm die Geschichte, warum Crest eigentlich ins Sonnensystem gekommen ist, nämlich die Suche nach dem ewigen Leben. Zusätzlich, in einer kleinen Nebenhandlung, wird der Adjutant von Baeyun, also Baeyun ist der chinesische General, der dafür verantwortlich gemacht wurde, dass er soll Terrania einnehmen. Baeyun hat die Aufgabe, Terrania in der Wüste Gobi einzunehmen und Peyroden auszulöschen. Und sein Adjutant, der erhält vom Geheimdienst den Auftrag, eine Atombombe unter Terrania zu schmuggeln, denn der chinesische Geheimdienst hält Baeyun nicht mehr für treu und auch nicht für fähig, Peyroden aufzuhalten. Im nächsten Band, das ist Band 6, die dunklen Zwillinge, erfährt man die Lebensgeschichte von Clifford Montagny, also sozusagen die andere Seite zu Cid González. Clifford Montagny startet als Soldat im Irak und erfährt Stück für Stück, dass er selber Mutantenfähigkeiten hat. Und jetzt wird die Geschichte, die wir vorher schon noch von Cid González im vorherigen Band erfahren haben, nochmal erzählt, und zwar aus der Sicht von Clifford Montagny. Währenddessen wird Crest wegen Mordes angeklagt werden, und zwar von Amerika, weil die Basen auf dem Mond eben zerstört worden sind und daran die Arkoniden schuld sind. Gleichzeitig geht die Handlung in der Wüste Gobi weiter. Die Bomben, die unter Terrania gelegt wurden, sind explodieren tatsächlich, aber Cid González schafft es vorher, sie weiter in die Wüste zu teleportieren. Trotzdem bricht eine Panik unter den Menschen aus, die sich um Terrania versammelt haben, und sie stürmen auf die Energieglocke zu. Und Rodan muss sich jetzt entscheiden, die Energieglocke abzuschalten und sich damit wehrlos zu machen, oder sie anzulassen und die Menschen in ihren sicheren Tod rennen zu lassen. Ja, mit diesem heiklen Dilemma endet der sechste Band. Und der siebte Band heißt Flucht aus Terrania und beginnt genau an dieser Stelle. Und Rodan entscheidet sich moralisch richtig und schaltet den Energieschirm ab. Jetzt gibt es aber das Problem, dass Terrania nicht mehr sicher ist und Rodan fliehen muss. Rodan flieht mit Bull zusammen in einem selbstgebauten Transportmittel, Flugmaschine. Und sie kommen auch in arge Schwierigkeiten, werden dann aber von Homer G. Adams und seinem Mutantenkorps gerettet. Wir erfahren auch, was Thora auf der Venus erlebt. Und zwar trifft sie dort auf einen Akoniden namens Rico in einer wahnsinnig alten akonidischen Basis, die dort auf der Venus versteckt ist. Sie erfährt, dass die Aetron vernichtet worden ist, wird wahnsinnig wütend auf die Menschheit, denn Crest ist immer noch auf der Erde und sie schwört sich, ihn zu retten. Gleichzeitig erfahren wir, dass Crests Prozess beginnt und er ja wegen Mordes angeklagt ist. Und Baeyun besetzt das nun ungeschützte Terrania, sagt sich aber von China frei und setzt die chinesische Regierung ab. Also er ist auch zu einem von Rodens Anhängern geworden. Ja, nun bleibt noch der letzte Band, die Terraner, der achte Band der Reihe. Dort wird der Plan beschrieben, wie Rodan und Bull Crest befreien wollen aus dem Gerichtssaal und Rodan auch noch eine Mitteilung an die Menschheit senden will. Das Ganze scheitert leider. Crest wird von Montagny geschnappt und kann fliehen. Thora kommt zusammen mit Rico in einem alten akonidischen Schiff auf die Erde und möchte Crest befreien, setzt ein Ultimatum an die Menschheit, das aber nicht erfüllt wird, und Thora beginnt wichtige Sehenswürdigkeiten auf der Erde zu beschießen, zum Beispiel der Eiffelturm, der zerstört wird. Zusammen gelingt es Thora und Rodan aber am Ende des Bandes Crest zu befreien, und währenddessen wird auch Clifford Montagny getötet. Das ist mehr oder weniger das Ende des Bandes. Es wird nicht mehr wirklich viel dazu erzählt, was weiter in Terrania passiert. Ja, jetzt möchte ich ein bisschen diese Handlung, die ich euch gerade zusammengefasst habe, vergleichen mit dem, was damals in der alten Serie, in den 60er Jahren passiert ist. Also einmal, was gleich ist, ist auf jeden Fall, dass Perry Rodan in der Wüste Gobi landet. Und dass es einen Aufstand der Weltmächte gibt, die da natürlich stark dagegen sind.
Es wird Terrania gegründet und der Overhead tritt auch als Feind der dritten Macht auf. Also Perry Rhodan gründet die dritte Macht und der Overhead ist sozusagen derselbe wie Clifford Montagny. Also Clifford Montagny ist in der alten Serie der Overhead, der alle möglichen Menschen, Mutanten und Nichtmutanten unter seinen Willen zwingen kann, weil er ein starker Suggestor ist, der auch über viele viele Kilometer, also eine sehr große Entfernung, die Menschen beeinflussen kann. Das ist gleich. Neu ist auf jeden Fall, dass die Chinesen als starker Feind etabliert sind. In den alten Teilen ist vor allem die USA und Russland die wichtigeren, die mächtigeren Mächte. Hier werden die Chinesen als starker Feind präsentiert und das wird auch ein bisschen Einblick in die chinesische Kultur gewährt. Es gibt der Aufstieg der dritten Macht, also Perry Rhodans Gefolgsleute, stellt sich hier in Perry Rhodan Neo sehr viel schwieriger dar. Ja, es sind scheinbar mehr Hindernisse zu überwinden, es läuft weniger glatt, es wird auch weniger Handlung übersprungen, sage ich jetzt mal. Aber der Overhead ist ein wahnsinnig starker Feind in der alten Serie. Ja, Clifford Montagny in der neuen Serie ist zwar auch ein starker Feind und wird hier auch als Endgegner sozusagen aufgebaut, um die Serie mit seinem Tod, also den ersten Zyklus mit seinem Tod abzuschließen und den Kampf gegen Clifford Montagny eben als wichtigsten Kampf darzustellen. In der alten Serie ist aber Clifford Montagny mächtiger, aber der Kampf Perry Rhodans gegen Montagny ist eher ein Teil der Erzählung und nicht der Hauptteil. Viel wird über den Hintergrund der Personen erzählt in Perry Rhodan Neo, was in Perry Rhodan der alten Serie ein bisschen in den Hintergrund getreten ist. Hier werden die Leben beleuchtet der Menschen, auch von Nebencharaktere, zum Beispiel auch von Cid Gonzales oder Clifford Montagny. Und hier ist es vielleicht sogar schon ein bisschen zu übertrieben. Also hier wurden vielleicht schon ein bisschen zu viel über diese Menschen dann erzählt. Es ist auf jeden Fall interessant, denn die Lebensgeschichten wurden gut konzipiert und auch interessant erzählt. Aber teilweise auf manchen Strecken wünscht man sich mehr über Perry Rhodan und Terrania zu erfahren. Und man hat ein bisschen das Gefühl, dass diese Handlung überhaupt nicht vorangetrieben wird auf Kosten der Lebensgeschichten von diesen Nebencharakteren. Die beste Szene in Perry Rhodan Neo von dem ersten Zyklus finde ich auf jeden Fall, wie Dr. Manoli zusammen mit Crest unterwegs ist, um für seine Heilung zu kämpfen und Crest dann im Laufe dieser Zeit in ein Science-Fiction-Treffen stolpert und dort als vermeintlich verkleideter Außerirdischer behandelt wird und immer wieder Aussagen kommen wie, ja, sein Kostüm wäre ja irgendwie albern. Also das fand ich auf jeden Fall die beste Szene jetzt im ersten Zyklus. Kommen wir nun noch zu den Charakteren in Perry Rhodan Neo. Dort haben sich auch einige Änderungen ergeben und zwar fangen wir mit Perry Rhodan an. Perry Rhodan ist natürlich der Anführer. Unbestritten sowohl in Perry Rhodan Neo als auch in der alten Heftromanserie. Er hat Visionen, er hat Ideen, er sieht die Zukunft der Menschheit. Aber hier in Perry Rhodan Neo wird Perry Rhodan viel weniger handlungsfreudig geschildert. Und manchmal wirkt er sogar etwas planlos und als würde er sich von den Ereignissen mittreiben lassen. Und das passt eigentlich nicht zu dem Perry Rhodan, den man aus der alten Heftromanserie kennt. Zu Bull. Bull ist der Freund von Perry, eindeutig. Er hält in guten wie in schlechten Zeiten zu ihm. In der Serie Perry Rhodan Neo zeigt Bully sogar mehr eigene Ideen und mehr eigene Handlungsinitiative wie in der alten Serie. Dennoch bleibt sein Hintergrund sehr blass. Vor allem im Vergleich zu anderen wie Cid Gonzales oder Clifford Montagny wird über Bully und Bullys Herkunft, seinen Hintergrund sehr, sehr wenig erzählt. Das ist ein bisschen auffällig. Zu Crest. Crest ist ja Akonide und er ist krank. Er wird in Perry Rhodan Neo sogar als kränker beschrieben als in der alten Heftromanserie und dadurch noch ein bisschen hilfloser. Interessant ist, dass er auch sehr viel menschlicher dargestellt wird, also auch mit Schwächen und mit eigenen Ängsten. Und seine Suche nach der
Nach dem ewigen Leben wird hier schon ziemlich früh enthüllt. Zu Tora. Tora hasst die Menschen, beziehungsweise sie verachtet die Menschen als Primitive. Das ist sowohl in Perioden Neo so, als auch in der alten Serie. Hier geht sie sogar noch einen Schritt weiter und stellt den Menschen wirklich ein Ultimatum, um Kress zu retten und bedroht sie auch mit Waffengewalt. Denn die Sorge um Kress ist hier in Perioden Neo bei Tora sogar noch stärker als in der alten Serie. Kommen wir zu den Mutanten. Viele Mutanten sind schon aus der alten Serie bekannt. Homer G. Adams, John Marshall, Ras Chubai zum Beispiel. Andere sind hingegen neu, wie Sid Gonzales. Alles im Allen sind die Fähigkeiten der Mutanten gleich geblieben. Andererseits wurden aber ihre Hintergründe sehr stark erweitert. Also John Marshall wurde als Figur wirklich entworfen. Und wird nicht in die Handlung reingeworfen, so wie in der alten Serie, sondern hat wirklich seinen Hintergrund und wird mehr in die Handlung reingezogen, dadurch, dass sein Schützling Sid Gonzales eben dann von Clifford Montagny bedroht wird, wird er mehr in die Handlung reingezogen und das Ganze wirkt sehr organisch. Gerade bei Marshall ist zum Beispiel ein auffälliger Unterschied, dass er in der alten Heftromanserie eigentlich ein Bankangestellter ist in Australien und dann rausfindet, dass er Gedanken lesen kann und so dann zu Perry Roden kommt. In der neuen Serie Perioden Neo hat er sich komplett aus dem Finanzsektor rausgezogen und leitet nun eine Auffangstation für Jugendliche, was ja auch seinen sehr sozialen Charakter unterstreicht. Also in dem Zusammenhang sind die Hintergründe der Mutanten teilweise komplett neu entworfen worden. Ja, kommen wir zu Clifford Montagny, der ja der Schurke des ersten Zykluses von Perioden Neo ist. In der alten Heftserie gab es ja schon den Overhead, der auch Clifford Montagny hieß. Bisschen anders beschrieben wurde vom Aussehen her, aber auch ein Suggestor war, das heißt also Menschen beeinflussen konnte. Clifford Montagny hier in Perioden Neo bekommt eine komplett neue Vergangenheit als Soldat im Irak. Er ist viel stärker verwoben mit den anderen Mutanten, ja, wie zum Beispiel mit Gorachin, den er als Kollegen im Kampf kennengelernt hat und um den er sich sogar sorgt. Andererseits hat er auch eine Mutantenschule gegründet, in der er junge Mutanten heranreifen lässt und dort auch zum Beispiel Roaster Deegan trifft, der ihm dann später unterstützen wird als Telekinet. Also Clifford Montagny wird hier auch eher als Charakter gezeigt mit Schwächen, mit guten Absichten eigentlich, die sich dann aber in schlechte verkehren. Also auf jeden Fall ein sehr runder Charakter, der als Bösewicht sehr gut ausgearbeitet ist. Was auf jeden Fall noch anders ist, sind das zum Beispiel Roaster Deegan, der Telekinet, der für Clifford Montagny arbeitet, am Ende im Finale stirbt. Das passiert zum Beispiel in der Heftroman-Serie nicht. Da wird der Overhead zwar auch besiegt, aber die meisten Mutanten werden dann von Perry Roden in seinen Mutantenkurs übernommen. Da ist zum Beispiel auch Gorachin genannt zu nennen, der ja in der alten Heftroman-Serie ein einziger Körper mit zwei Köpfen ist, sozusagen zwei Personen in einem Körper. Und in der Perry Roden Neo-Serie sind das zwei verschiedene Personen, Zwillinge, von denen einer schon tot ist und der andere im Sterben liegt oder im Koma liegt. Also das ist eine drastische Änderung, die da vorgenommen wurde. Ich verstehe zwar auch nicht genau, warum das so gemacht wurde. Vielleicht ist einfach ein doppelköpfiger Mutant zu ungewöhnlich oder zu schwierig zu erklären, zu unwahrscheinlich, und deswegen hat man das so entschieden. Der letzte Charakter, auf den ich noch eingehen will, ist General Beyun. Der General ist der Gegenspieler von Perry Roden in der Wüste Gobi. Ist auch wahnsinnig intensiv der Hintergrund ausgearbeitet worden. Man erfährt viel über die chinesische Kultur, wenn man General Beyun in den Kopf sieht. Und was interessant ist, dass diese Figur komplett neu erfunden wurde, extra für Perry Roden Neo. Diese Figur des General Beyun kommt in der alten Heftroman-Serie nicht vor, denn ich habe ja schon gesagt, dort sind die Chinesen auch als Macht, als Gefahr zurückgestuft. Da sind eher die Russen und die Amerikaner die wirklich wichtigen. Das mag mit der Zeit zusammenhängen, denn die alte Heftroman-Serie wurde in den 60ern veröffentlicht und spielt 1971, wohingegen die neue Serie ja jetzt ganz
kürzlich erst rausgekommen ist und im Jahr 2036 spielt. Und aus der heutigen Sicht ist China ja auf jeden Fall eine Macht, mit der man rechnen muss. Als Fazit zusammenfassend zum ersten Zyklus von Perigord Neo Utopie Terrania kann man sagen, dass die Handlung auf jeden Fall gestrafft wurde im Vergleich zur alten Heftroman-Serie, was vielleicht nicht zum Nachteil ist. Es sind ja nur 8 Teile mit rund so um die 130 bis 150 Seiten, anstatt dass man immer wieder Teile mit 60 Seiten macht. So hat man das Gefühl, dass die Handlung auf jeden Fall kompakter ist und konzentrierter. Man hat sich konzentriert auf wenigere Handlungsstränge und die dafür gut ineinander verwoben, sage ich jetzt mal. Was das größte auffällige Merkmal ist, ist, dass die Personen mehr Hintergründe bekommen. Ja, es wird viel mehr erzählt, woher sie kommen und was sie für Motive haben und warum sie so handeln, wie sie handeln. Ja, das unterscheidet die Heftroman-Serie eigentlich von der neuen Serie Perigord Neo am stärksten, dass eben jetzt in der neuen Serie die Personen sehr viel mehr glaubwürdiger dargestellt sind, dadurch, dass sie eben ein Leben vor der Serie zu haben scheinen. Eine weitere Unterscheidung zur alten Heftroman-Serie ist auf jeden Fall, dass Clifford Montagny als Overhead als großer Gegenspieler aufgebaut wurde jetzt in Perigord Neo. Und Stück für Stück von Buch zu Buch wurde er immer mehr eingeführt, auch aus verschiedenen Perspektiven. Und am Ende wird er dann im großen Showdown besiegt. Ja, das ist ein Unterschied. In der alten Heftroman-Serie war der Overhead auch ein mächtiger Feind. Der kam eher in den etwas späteren 20er-Bänden, so 26, 27 als Gegner, auch als starker Gegner. Aber er wurde nicht so konsequent aufgebaut und auch nicht als so ein großer Endgegner mehr oder weniger dargestellt. Ich bin gespannt, wie das in den anderen Zyklen von Perigord Neo sein wird, ob dort auch wieder Stück für Stück bis zum Showdown im letzten Band ein großer Feind, eine große Überraschung aufgebaut wird. Ich werde mir den nächsten Zyklus auf jeden Fall anschauen und werde euch hier an dieser Stelle drüber berichten. Ich wünsche euch immer genug Muße zum Lesen, euer Dominik Schmeller.